Lackieren die zweite. Nach der Spritzlackierung soll unser Opti auf der anderen Seite mit Rolle und Pinsel aufgehübscht werden. Die Oberfläche ist bereits geschliffen, wobei der letzte Schliff mit feiner Körnung geschieht. Tipp: bei hellen Lacken 320er, bei dunklen 400er Papier zum Endschliff nehmen. Und auch die Qualität des Schleifpapiers ist wichtig. Wer hier spart, ärgert sich meist im Anschluss. Gleiches gilt natürlich auch für die weiteren Arbeitsutensilien. Wir haben uns hier eine kleine Auswahl an Verarbeitungswerkzeugen aus dem Baumarkt besorgt. Verschiedene Rollen, verschiedene Pinsel, ein paar Schaumstoffpinsel, Schaumstoffrollen, aber auch ungeeignete Werkzeuge wie diese Velourrollen oder Nylonrollen. Damit kann man sehr gut dickschichtige Grundierungen streichen, aber sie sind ungeeignet, um hochwertige Lackierungen zu erzeugen. Von daher, diese Rollen kommen weg, diese auch und diese auch. Die entscheidenden Produkte, die wir benötigen, sind die feinporigen Schaumstoffrollen. Damit tragen wir großflächig den Lack auf. Auch hier gibt es unterschiedliche Qualitäten. Schmale Rollen, breite Rollen. Die Schaumstoffrollen sollten auf jeden Fall lösemittelbeständig sein, feinporig, damit sie eine feine Oberfläche hinterlassen, beidseitig oder einseitig abgerundet, damit die Übergänge zwischen dem Auftrag minimiert werden. Die Rollen verwenden wir zum großflächigen Auftrag der Farbe. Im Anschluss müssen wir aber mit einem Pinsel nochmal hinterhergehen und die Oberfläche verschlichten. Welches Pinselwerkzeug wir dafür verwenden, gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt hier die breiten Pinsel, die bei großen Flächen benutzt werden. Es gibt die schmalen Pinsel, wirklich bei kleinen Flächen. Oder auch die Rundpinsel, die sich hier sehr gut auch bei Rundhölzern, zum Beispiel bei Mastlackieren, eignen. Zum Verschlichten selber geht aber auch wieder ein Schaumstoffprodukt, ein sogenannter Schaumstoffpinsel, auch in verschiedenen Breiten, je nach Größe der Fläche, um nach dem Auftrag der Lackfarbe die Oberfläche nochmal zu verschlichten. Auch hier lohnt sich die Investition in einen guten Lackierpinsel. Hier sieht man schon, wie einzelne Haare abstehen. Mit dem Pinsel können wir keine Endlackierung machen. Was man zum Beispiel machen kann, ist den Pinsel einmal über Schleifpapier ziehen, um jetzt hier lose Haare schon mal zu entfernen. Besser eignet sich jedoch noch, den Pinsel im Vorwege schon mehrfach zu benutzen, auszuwaschen, zu reinigen. So verliert er schon mal seine groben Haare und festigt sich, womit am Ende dann die besten Lackierergebnisse erzielt werden. Wenn dann alles genügend entharrt ist, rührt man den Lack an. In unserem Fall ist es für die vordere Opti-Hälfte ein 2K-Lack, der auch schon auf der anderen Seite gespritzt wurde. So, unsere Farbe ist angerührt, reagiert schon mal vor. Wir haben die Oberfläche bereits entfettet mit der Zweituch-Methode. Jetzt vor dem finalen Lackieren, bevor wir die Rolle in die Hand nehmen, werden wir die Oberfläche nochmal mit einem sogenannten Staubbindetuch, wirklich die letzten Krümel, den letzten Staub von der Oberfläche holen. Hierbei gibt es einige Sachen auch zu beachten bei dem Staubbindetuch. Niemals in der Hosentasche lagern, weil dadurch durch die Wärme können sich einzelne Substanzen aus dem Tuch auslösen, die nachher auf der Oberfläche verbleiben. Und zum Staubbindetuch selber ist zu sagen, das sollte immer ganz entfaltet werden. So, wir haben das Tuch komplett entfaltet und zu einem leichten Bausch zusammengeknüllt. Dadurch ist die Oberfläche schön groß und wir können jetzt ohne Druck über die Oberfläche fahren und nochmal den letzten Staub von der Oberfläche nehmen. Nach der sorgfältigen Vorarbeit kommt der Lack ins Spiel. Damit die Rolle von Anfang an gleichmäßig Farbe abgibt, haben wir die Rolle jetzt 5 Minuten erstmal mit Farbe einsaugen lassen. Auch den Pinsel geben wir vorher schon mal Farbe rein, damit er hier von Anfang an gleichmäßig Farbe abgibt. Würden wir jetzt mit einer neuen Rolle direkt starten, würde sie oberflächlich erstmal Farbe aufnehmen, an einem Fleck abgeben, aber danach ein ungleichmäßiges Bild auf der Oberfläche hinterlassen. Und dann hat man meistens am Anfang das Problem, dass man viel Farbe an einem Fleck hat, auf der anderen Stelle nicht. Und in diesem Bereich haben wir dann meistens einen Läufer. Der Opti hat hier unten eine kleine Sicke, eine Kante. Da kommen wir mit der Rolle natürlich nicht ran, können die Rolle auch da nicht reinquetschen, weil dann würde unheimlich viel Farbe da reinlaufen. Von daher gehen wir hier mit dem passenden Werkzeug einmal vorweg. Einmal mit dem Pinsel das Ganze vorlackieren. Hier ist halt auch wichtig, dass nicht zu viel Farbe vorhanden ist.
dass wir das Ganze nicht tränken, weil das Ganze nachher überschüssiges Material rauszunehmen, ist umso schwieriger. Dann können wir hier mit der Rolle ansetzen. Auch an den Kanten aufpassen, wenn man hier mit der Rolle aufdrückt, wird meistens mehr Farbe abgegeben, was am Ende zu Gardinen führt. Zum Verschlichten der großen Fläche benutzen wir dann wieder einen Pinsel. Auch hier die Spuren im Lack. Nicht unruhig werden, einfach den Lack arbeiten lassen. Die Spuren werden sich am Ende noch rausziehen. Besonders bei großen Flächen empfiehlt es sich, zu zweit zu arbeiten, dass eine Person den Lack nur aufbringt mit der Rolle. Schöne, gleichmäßige, nicht zu dicke, nicht zu dünne Schicht. Und die zweite Person geht hinterher und ist nur dabei, die ganze Sache zu verschlichten. Vor allem beim Lackauftrag ist es nachher wichtig, dass die Schichtstärke schön gleichmäßig ist. Haben wir zu dünne Schicht, fehlt Lackmaterial. Das Produkt kann nicht verlaufen, es entstehen Fehlstellen. Tragen wir wiederum zu viel Lack auf. Das kennen die meisten. Dann entstehen Gardinen. Beim Verschlichten den Pinsel ruhig auch mal drehen, einmal wenden, damit er hier gleichmäßig Farbe aufnehmen kann. Und auch hier so wenig wie möglich, so viel wie nötig, nicht tausendmal auf der Oberfläche hin und her streichen. So holen wir nämlich auch die Lösemittel mit raus, die aber dafür notwendig sind, dass der Lack verlaufen kann und sich spannen kann. Die restliche Fläche des Rumpfes wollen wir mit einem Einkomponentenlack streichen. Als Alternative für unseren Zweikomponentenlack Perfektion, den wir jetzt einmal gespritzt haben und einmal auch hier Rolle Pinsel appliziert haben, benutzen wir jetzt unseren einkomponentigen Lack Supergloss HS. Der ist sehr einfach in der Verarbeitung, der wird einfach nur mit der Schaumstoffrolle aufgebracht. Es ist nicht notwendig, im Anschluss zu verschlichten. Aber was wir natürlich auch machen müssen, ist hier wieder die Kante vorarbeiten, wo wir mit der Schaumstoffrolle nicht rankommen. Und das machen wir immer, bevor wir mit der Rolle arbeiten. Dann wie gehabt im Kreuzgang arbeiten. Wenn wir jetzt eine ganze Außenhaut an einem Boot lackieren, einmal komplett rum. Natürlich die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Mitten im Boot geht nicht. Am besten sucht man sich immer eine Kante, eine scharfe Kante wie am Stehen vorne oder eine Seite vom Spiegel, da wo man exakt abkleben kann. Wenn man einmal komplett rumläuft, sieht man hier den Übergang am geringsten. Das erstaunliche Ergebnis beim Einkarlack: die Oberfläche ist blasenfrei, alles ist sehr gut verlaufen. Und das Ganze ohne zu verschlichten. Da kann nur noch der gespritzte 2K-Lack mithalten. Allerdings lohnt sich hier die teure Lackierausrüstung für den normalsterblichen Bootseigner kaum. Ein Tipp: durch das Beimischen von Verdünnung oder Klarlack kann der Verlauf an der Oberfläche verbessert und Orangenhaut verringert werden. Im dritten Teil unserer Lackierserie zeigen wir die häufigsten Fehler. Was passiert, wenn 2K auf 1K trifft? Und wie sieht es aus, wenn man mit der falschen Rolle lackiert?